So Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es das Light Sortiment von Diamond und da werden wir uns natürlich gleich mal nach dem Intro den Inhalt angucken. So, das Light, das Light Sortiment habe ich mir für 2,99 beim Vresemann geholt. Finde ich eigentlich ganz süß, so. Gucken wir mal hier rein, was wir hier so haben. Oh, die ist relativ schwer. Das ist die Caramel for Color Fountain. Überhaupt bei Diamond Artikel ist es üblich, dass P2 ist anscheinend. Stimmt das? War das so, Lennart? Ja, Diamond wird ja immer. Ja. Ah, hier. An NEM haben wir 17 Gramm bei der Fontäne. Dann haben wir hier ein Fujiyama-Vulkan. Wenn das der ist, an den ich gerade denke, dann soll das ein richtig kranker Vulkan sein. Ein richtig guter Klasse 1-Vulkan. Red Flare and Silver Sparkling Star. Also ein Crackling mit roten Sternen. Oh, hier haben wir jetzt aber F2. Hm, naja, interessant. Was haben wir hier an NEM? Steht das hier irgendwo noch drauf? Nee. Anscheinend nicht. Ja, dann haben wir hier die Caramel for Fountain, for Color Fountain, also dieselbe, hier aber mit F2 und haben auch dieselbe NEM. Ach nee, P2. Hey, ich verguck mich immer, so unfassbar. Ja, auch 17 Gramm. Okay. Dann sieht das hier aus wie Star Candle, ist natürlich ein Röli. Logisch, 8 Schuss hat das hier. Und NEM haben wir 5,6 Gramm. Dann haben wir hier noch so zwei. Was wird das wohl sein? Das sieht. Mal allgemein, das erinnert mich voll an Feuerwerk aus den USA. Das sieht richtig schön aus alles. Javel's Fountain. Was wird das wohl sein? Sieht aber sehr interessant aus mit einer NEM von 44 Gramm. Da steht hier Beautiful Multicolor Spark Long Lasting. Also quasi irgendwelche Multicolor Funken, die echt lange stehen sollen. Da bin ich jetzt mal echt interessiert dran, was die so können. Alter, krass. Naja, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt draußen beim Test vom Light-Sortiment von Diamond. Viel Spaß damit. So, hier das wunderschöne Light-Sortiment von Vresemann. Jetzt ist Lights. Genau, ja. Für 2,99. Fangen wir gleich mal an hier mit dem Röli. Genau. Das sieht sehr schön aus, Star Candle. Zum Schnur, hier. Oh, sogar mit Crackling. Das ist was richtig Geiles, Leute. Auf jeden Fall, das ist was Besonderes. Ja, Mann. Jetzt die Caramel for Color Fountain. Hier, die haben wir ja zweimal in Gelb und in Blau. Machen wir erst in Blau, hatte ich ja jetzt gerade schon in der Hand. Mal gucken, was die kann. Ja. For Color. Gucken, ob die schön ist, ob die was kann. Oh, süß. Oh. Ey, oh. Sehr edel. Mit den Blautönen drin, ne? Ja, das ist schon schön. Schön. Die Caramel for Color Fountain, dieselbe. In Gelb. For Color Fountain. Ey, schön mit den Chrysanthemen. Den Fujiyama. Genau, Fujiyama Vulkan. Oh. Ich hoffe, das ist der, den ich für richtig gut halte. Ein
schönes Teil. Sehr schön. Da brennt es noch aus. Jewels Fountain Multicolor, Beautiful Multicolor Sparkle Long Wasting. Ob das ein Röli ist oder sowas wie Laser, werden wir jetzt gleich sehen. Das hat es nochmal geschockt. Wobei jetzt aber die Farben waren. Ja, ja. Leute, Kaufempfehlung für das Lights. 2,99. Ey, könnt ihr nichts mit falsch machen. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.